das ist jetzt ziemlich spontan und ich hoffe, die Leute, die den Workshop mitgemacht haben, die habe ich nämlich vorhin kurz angemeldet, die sind einverstanden, dass ich das zeige. Ich denke mal einfach, ja, ne? Das wäre schön. Weil eigentlich war es nicht besprochen und es ist wie so vieles Schöne bei diesem Kongress, was spontan passiert und trotzdem so selbstverständlich ist. Und deswegen bin ich so wahnsinnig gerne hier. Und ich würde gerne, dass wir Boris mal einen Applaus geben, weil ohne den gäbe es das Ganze nicht hier. Und zwar einen großen Applaus. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich habe offensichtlich in meinen Genen, dass ich mitunter mal die Seiten wechsle. Ich war, bevor ich beim Spiegel 18 Jahre im Titelbild war, 15 Jahre lang freischaffender Illustrator und habe das studiert und von der Pike auf gelernt, sozusagen das Handwerk, die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Und bin dann zum Spiegel gekommen auf die andere Seite, habe das mit Begeisterung lange Jahre gemacht und nun mache ich es mit Begeisterung nicht mehr. Weil irgendwann ist mal gut und 18 Jahre ist man sozusagen dann erwachsen irgendwann und es reicht dann auch mal. Ich habe alles gemacht und so ziemlich alles erlebt, was man da erleben konnte. Es war einfach klasse. Und was ich jetzt machen kann, unter anderem, ist mein Wissen, meine Erfahrung weitergeben. Das hört nicht dabei auf, dass man eine Gestaltung entwickelt, sondern das fängt viel früher an, dass man nachdenkt über das, was man da tut. Und das empfehle ich auch jedem Gestalter, und das ist ja eine Binse, dass das Beste, was man machen kann, eigentlich vorher passiert, nämlich im Kopf. Hat Boris ja eben auch schon so schön gezeigt, hier drin, da kommen meistens die Ideen hier und dann muss der Bauch noch ein bisschen mitspielen, aber das Wesentliche ist, dass man drüber nachdenkt. Und das habe ich gestern und vorgestern in meinem Workshop auch versucht zu vermitteln, dass das Allerwichtigste die Idee ist. Alles andere ordnet sich dem unter. Wir hatten 14 Teilnehmer, einer ist leider nicht gekommen, weil er krank war, und hatten 8 Stunden Zeit. Der Anspruch war, realitätsnah unter hohem Zeitdruck, wie ich das so lange Jahre gemacht habe, was entstehen zu lassen, was den Zeitdruck nicht spüren lässt und dass man das auch möglichst ausblendet. Und die Aufgabe für die 14 Teilnehmer war noch härter, als es normalerweise ist im Alltag. Sie mussten sich sogar das Thema ausdenken. Aber auch dazu komme ich gleich. Ich möchte kurz vorneweg 7 geniale Sprüche, die für jede Art von Gestaltung denken, aber ganz besonders für Cover, die man auch als Plakate bezeichnen kann, die einfach universelle Weisheiten sind. Es gab vor 2-3 Jahren in der Hamburger Kunsthalle eine große Ausstellung über Plakatkunst. Und da hingen so klein und nebensächlich an der Wand diese Sprüche von Ernst Growald. Ich habe versucht, den zu recherchieren. Ich habe nichts weiter gefunden, aber er hat so unglaublich recht mit dem. Ihr könnt es alle selbst lesen, aber man muss im Grunde auf diesen Kurs bezogen, auf das Cover-Denken, nur das Wort Plakat durch Cover ersetzen. Und man ist wirklich mitten im Thema drin. Ja, solche Sätze wie, das Plakat kann nicht allen gefallen, es kann aber allen auffallen. Beim Cover, gerade beim Spiegel, muss man auch mal provozieren. Oder erzähle auf dem Plakat keinen Roman, denn niemand möchte sich auf der Straße nasse Füße holen. Ja, du hast 0,5 Sekunden Zeit, bis das Ding zündet und bis jemand vielleicht bestenfalls noch zugreift. Und als wichtiger Satz auch ganz zum Schluss, beachte die Arbeiten, Plakate, Cover der Konkurrenz, nicht um sie nachzuahmen, sondern um die deinen anders zu machen. Also seid originell. Die Vorgabe war 8 Stunden Zeit, Mittwoch 15 Uhr Beginn und Donnerstag 10:30 Abgabe. Realistischer Redaktionsschluss, danach war Schicht im Schacht. Dann wurde das Ganze ausgedruckt, besprochen und dann gab es so eine kleine Jury aus einer lieben Kollegin, Susanne Zippel, die jetzt auch irgendwo hier sitzt, die dann ganz frisch reinkam und nichts wusste und einfach die Ergebnisse begutachten konnte und meiner Wenigkeit. Und ich würde gleich gern bei euch, mit euch den Test machen, welche von diesen 10 entstandenen Covern ihr wie bewerten wolltet, durch Handzeichen oder Klatschen oder was auch immer. Die Vorgabe war, die habe ich gemacht, die Bilder sind nur Platzhalter. 2 Magazine, ungefähr 100.000 Auflage, etabliert im Markt. Das eine heißt Ab. Ich war lange beim Spiegel und musste sehr viel mit negativen Nachrichten umgehen. Habe ich gedacht, mach's mal andersrum, bearbeite mal positive Nachrichten und lass die von den Leuten neu denken. Das war der Ansatz im Magazine for Good News. Und Englisch deswegen, weil ich nicht genau wusste, ob auch Fremdsprachige im Kurs sein würden. Wir waren jetzt alle Deutsche, aber das habe ich gelassen. Und U-Turn ist sozusagen ein Gegenentwurf zum Greenpeace-Magazin.
Auch gut etabliert im Markt, Monatsmagazine, und dort werden Themen angesprochen, die im weitesten Sinne mit Ökologie zu tun haben oder mit Umdenken. Ja, U-Turn, du musst dich verändern, damit was in der Welt sich ändern kann. Und eine Stunde haben wir uns gewidmet der Themenfindung. Wir haben 4 Gruppen gebildet, von jeweils 3 bis 4 Leuten in der Gruppe. Und eine Stunde lang wurden Themen gewälzt. Man konnte sich entscheiden, entweder oder. Für das oder für das andere Magazin Entwürfe zu machen. Das ist der vorgeschaltete Teil, der normalerweise den Gestalter nicht umtreibt, sondern das kommt aus der Chefredaktion oder aus der Redaktion oder es gibt eine Geschichte. Themenschwerpunkt konnten die sich selbst aussuchen. Das war, glaube ich, der schwerste Part und auch ganz hart im Timing. Dann haben wir das kurz präsentiert in der Gruppe und dann kam die Ausarbeitung, was machen wir eigentlich als Idee? Und da hatten sie schon noch ein bisschen mehr Zeit und die haben wir auch wieder kurz besprochen. Ich bin dann rumgelaufen und wir haben ungefähr ausgelotet, was ist machbar, denkt an die Zeit, macht es realistisch, klaut keine Google-Bilder, versucht niemanden zu kopieren, wenn ihr ihn kopiert, macht es kenntlich. All diese ehernen Grundsätze, die man lernt, wenn man bei einem seriösen Magazin verantwortungsvoll arbeiten will, dass es das möglichst noch nirgendwo gegeben hat. Und jetzt zeige ich euch 10 Entwürfe und sage dazu nichts oder vielleicht doch was, das werde ich mich gleich nochmal, denke ich nochmal drüber nach. Und was dabei rausgekommen ist. Also das sind 4 Gruppen. Die Gruppen interessieren euch jetzt vielleicht weniger. Und das sind Gemeinschaftsarbeiten jeweils aus den Gruppen. Die eine hat 3 Entwürfe gezeigt oder 4. Die eine nur einen einzigen, weil die nur zu zweit waren, weil jemand ausfiel. Nürnberger Trichter oder so oder Reduktion ist die Idee. Und was unten rauskommt aus dem ganzen Nachrichtensalat ist eine Essenz. Und darüber, was wirklich wichtig ist. Entwurf Nummer 1. Entwurf Nummer 2, eine fiktive Zeitung, die es nicht gibt. Die Titelseite ist leergeräumt und handschriftlich ist drauf, warum weniger mehr ist. Warum brauche ich diese ganze Nachrichtenflut? Was bringt mich Twitter weiter im Leben? Warum muss ich sekündlich aus irgendwelchen Newsfeeds gefüttert werden, bringt mich das weiter und das wäre sozusagen die Titelgeschichte dieser Tageszeitung, also dieser Ausgabe von Ab, Wege aus der Nachrichtenflut. Nummer 3, die Informationsdiät, 50 Tipps für den bewussten Nachrichtenkonsum. Kennen einen Weg, es auszublenden. Ich glaube, das, was ihr da als kleines Satzfragment seht, war tatsächlich auf der Zeitung, das ist nicht manipuliert. Minimalistisch, das ist ein zerquetschtes iPhone, was jemand im Affekt zusammengepresst hat und gesagt hat, ey, ist mal gut, mal ausblenden. I reduce, ich reduziere mich. Das ist spricht auch für sich selbst. Da geht es um verdichtete Wohnräume, aufgehängt an München. Was kann man sich hier noch leisten? Kann sich überhaupt noch irgendjemand leisten, hier zu leben? Nummer 6, auch Wohnträume. Wo werden wir wohnen? Eine schöne Alliteration. 5 Ws nacheinander, Wohnträume, wo werden wir wohnen? Ich habe denen gesagt, dass Alliterationen immer gern genommen werden. Nummer 7. Schöne Metapher, der Esel, der eben der Moorrübe nicht hinterherläuft. Die Zeichnung hat eine der Teilnehmerinnen selbst gemacht, selbst gezeichnet über Nacht, wo es am Abend vorher noch hieß, das schaffen wir bestimmt nicht. Vom Gewinn des Verzichts, warum wir mit weniger heute besser auskommen, finde ich auch schön. Totale Reduktion, das ist alles, was ich brauche. Ich brauche nur einen Platz. Nummer 8. Nummer 9, Verzicht ist der neue Luxus. Wie minimal wollen wir heute leben? Man beachte, selbst ein Barcode ist drauf. Ich habe gesagt, macht's total realistisch. Wir gehen um 11 in Druck. Und Nummer 10, bewusst retro, bewusst neue Werte, braucht das Land so im übergeordneten Verständnis, dass auf Mal bei der Prenzlauer Berg-Generation und Ähnlichem, ich weiß nicht, wie das hier in München heißt, Familie wieder wichtig werden kann. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. 10, 9,
8, 7, 6, 5, das ist wie ein Countdown, 4, 3, 2, 1. Hat der Beifall eben schon irgendwelche Signale ausgesendet oder? Noch nicht? Nochmal? Okay. Wie machen wir das jetzt, Boris? Vielleicht besser durch Handheben. Mit Handzeichen, oder? Und du guckst mal mit in die Runde, weil ich sehe das nicht ganz so gut von hier. Also, wer ist der Meinung, dass Nummer 1 der stärkste Entwurf ist? Relativ wenige. Relativ wenige, aber übrigens das Niveau, wenn ich das mal sagen darf, das habe ich noch nicht deutlich genug gesagt. Und Susanne war auch beeindruckt. Ich war geplättet, was dabei rausgekommen ist. Und wie sehr sich alle 14 Teilnehmer ins Zeug gelegt haben, nachts gezeichnet und nochmal neu. Und es gab am Morgen noch 4 andere Entwürfe, die ich am Abend noch gar nicht gesehen habe. Das war großartig. Also das Engagement und vor allem das Ergebnis. Ich würde sagen, mit winzigen Abstrichen wäre fast jeder dieser Entwürfe druckbar gewesen. Bei dem einen oder anderen hätte man noch eine halbe Stunde weiterarbeiten können oder müssen. Susanne nickt. That's it, ja. Also auch an die Kursteilnehmer ein riesiges Kompliment. Ich fand es echt sehr, sehr beeindruckend. Also, 1 hatten wir. 2. Wer findet, dass 2 der stärkste Entwurf ist? 2. Noch weniger. Auch überschaubar. Aber das tut denen nicht unrecht. Ihr findet die alle gut, aber ihr findet andere besser. Okay? Ja, ja. Wollen wir uns darauf einigen? Gut. Nummer 3. Auch überschaubar, aber ungefähr so wie 1, ne? Mhm. Ja. Nummer 4. Mhm. Da okay, ist jetzt schon wird's deutlich mehr. Okay, ja. Okay. Okay. Nummer 5 ist überschaubar, so, eher so wie 1 oder so. Ja. Okay. Nummer 6. Ich darf nicht mit, oder? Du darfst mit, natürlich darfst du mit. Wir müssen uns auch melden, ja. Wir beide waren gestern bei Nummer 6 einhellig, ja, eindeutig. Den hätte ich sofort so in Druck gegeben. Wir sind hier nicht bei Independent Magazin, muss man dazu sagen, ist ein Publikumstitel, ne? 100.000 Auflage ist schon was. Also, und das Bild, das haben die gestern zusammengeschraubt. Das ist zwar Stock Material, wird sich Getty freuen wahrscheinlich, aber für so ein Magazin von 100.000. Johannes, was sagst du? Ob es druckbar ist. Nummer 7. Oh, jetzt haben wir 4 und 7, ist sehr nah beieinander. Okay. Oh. Ist ähnlich wie... Ähnlich wie 4. Vielleicht haben wir nachher 2 Gewinner. Schauen ja, wir wahrscheinlich. Es gibt ja keinen Gewinner, es sind alle Gewinner. Nummer 8. Ah, gut. Oh, okay. Ist auch im vorderen Feld. Nummer 9. Okay. Das ist eher wieder weniger. Und Nummer 10. Okay. Ja. Tja. 4 also, und 6. 4 und 6. 4 und 6. 4 und 6. 4 und 6, ganz eindeutig. Ja. Ich würde sagen... Oder 7. 7. Warte mal, sorry. 7, sorry. 7. Okay. 7 und 4. Super. Ja, prima. Klasse. Vielen Dank. Warte mal.